Vielen Dank, ja, ich scheiße auf meine Zukunft. Magic. Guten Abend, hallo Leipzig, hallo Carsten. Kuckuck. Hey. Nein, okay. Das gefällt euch, kein Problem, kann ich nochmal machen. Ich kann sogar Luftballontiere, habe ich von meinem Vater gelernt, geht ganz schnell. Guck mal, ein Hase. Oder ein Einhorn, hepp. Oder ein Elef, oder das letzte Einhorn. Oder das echte, guck mal hier. Ja, diese Frisur ist für die Bühne super, privat nicht. Vor ein paar Tagen bin ich so in Hannover in einem Einkaufszentrum rumgelaufen. So ein kleines Mädchen meinte, guck mal Mama, ein Teletubby. Und die meinte, nee, ist ein Penner, lass uns weitergehen. Das war so. Ja, mein Name ist Archie Klepp. Ja, Archie ist mein echter Name. Ich sag das gerne dazu, ich werde ja oft gefragt, wie ich wirklich heiße. Archie ist ein altdeutscher Name, wird abgeleitet von Anarchie. Wenn mir meine Mutter einen Brief schreibt, dann schreibt es auch immer Anarchie. Muss man ein bisschen mitdenken. Tut mir leid, ja, mein... Name ist in Deutschland nicht sehr beliebt. Ich hatte nie einen anderen Archie in der Klasse. In England ist mein Name viel beliebter. Irgendwann habe ich meinen Namen mal gegoogelt und da stand, Archie is in England a very popular dog's name. Für die, die nicht so gut Englisch sprechen, übersetze ich das gerne. Archie ist in England ein sehr beliebter Ärztename. Und spreche in Leipzig doch besser Englisch als gedacht. Ja, Arzt bin ich nicht geworden. Ich bin Kleinkünstler, zweite Generation. Ich wohne nicht in Leipzig, ich wohne in Berlin. Genau gesagt Berlin-Neukölln. Neukölln haben wir schon gehört, ist so ein bisschen wie München. Tatsächlich sind wir die nächste Latte Macchiato-Hochburg. Die nächste Latte Macchiato-Hochburg. Also in meiner Straße hat jetzt sogar ein Bio-Café aufgemacht, direkt neben dem Waffenladen. Die Mieten steigen überall, das ärgert uns. Ja, gerade bei uns in Neukölln steigen die Mieten, außer bei uns im Haus. Wir haben Glück, wir haben einen Außen-WC. Da hat die Hausverwaltung einfach eine Sanifair-Anlage eingebaut. Das heißt, immer wenn ich pinkeln gehe, zahle ich 70 Cent, kann aber 50 Cent von der Miete absetzen. Oder unten im Waffenladen eintauschen. Ich habe mir schon einige Klappmesser erpinkelt mittlerweile. Und ich habe mir mal nur so zum Spaß durchgerechnet, wenn ich 7,5 Liter trinke am Tag, wohne ich mietfrei. Ist geil, oder? Aber ist eine andere Sache. Ich wohne da nur mit Türken und Araber. Das sind meine Freunde, das ist meine Familie und ein Chinese, unser Mobbingopfer Ling Ling heißt er. Ist ein sehr nationalstolzer Mensch, geht zum Beispiel für Pegida auf die Straße und wählt die AfD. Ganz kurz mal klatschen, wer mag Pegida? Wer mag die nicht? Wer kennt das Medikament gar nicht? Ling Ling heißt er. Unser Asiate ärgert gerne mal die türkischen Nachbarn. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ein türkischer Nachbar schüttelt aus dem Fenster seinen Teppich aus. Ling Ling guckt raus und sagt, na, springt er nicht an? Vielleicht war es nur seine Art von Humor. Ja, ist der einzige Chinese, den ich kenne, der Humor hat. Ja, ich bin frisch in dieses Haus eingezogen. Nach 14 Tagen kam er an als Asiate und sagte, hallo Jörg. Ich sage, ich heiße nicht Jörg, Entschuldigung, ich heiße Archie. Er sagt, oh sorry, ihr seht alle gleich aus. Hehehe. Und tatsächlich fragt man sich ja irgendwann, was man beruflich macht gegenseitig. Er macht ja was ganz anderes, er ist Autor für die Glückskeksindustrie. Und ja, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr eine Firma habt oder ein Thema, er schreibt euch hochphilosophische Sprüche. Zum Beispiel hat er für die Waldorfschüler geschrieben, damit die in der Pause einen Keks kriegen, egoistisch ist es nur, seinen eigenen Namen zu tanzen. Und ein Krankenhaus in Kreuzberg hat ihn jetzt engagiert, damit die Patientinnen und Patienten nicht so viel Angst haben vor der OP. Die kriegen jetzt einen Glückskeks und da steht drauf, heute kannst du endlich zeigen, was in dir steckt. Ein bisschen makaber, ja. Ich bin ja zweite Generation Kleinkünstler. Mein Vater ist Reality-Zauberer. Er lässt Gegenstände verschwinden. Er arbeitet sehr gerne in Mediamarkt und Saturn. Und ich habe so ein tolles Kunststück mitgebracht. Man braucht nur so einen Püschel und so eine leere Röhre. Und man schiebt den Püschel durch die Röhre und ja, schade, nichts passiert. Meine Mutter hat ja auch im Zirkus früher gearbeitet als Dame ohne Unterleib. Sie hat ihren Job geliebt, sie ist sehr, sehr gerne zur Arbeit gerobbt. Mittlerweile hat sie aufgehört mit Zirkus. Sie arbeitet jetzt bei C&A als Oberteil einer Schaufensterpuppe. So eine Halbtagsstelle. Und ist schwierig mit Humor, so ist ein bisschen hart, gell? Ich liebe Humor im privaten Leben. Ich liebe Humor, der gar nicht gehört wird. Ich habe vor 14 Tagen in Berlin im Radio gehört, meine Damen und Herren, am Alexanderplatz demonstrieren Rollstuhlfahrer. Deswegen kann es in diesem Bereich kurzzeitig zu Behinderungen kommen. Das ist großartig, oder?
Und tatsächlich finde ich, fehlt Humor bei Behörden. Ich werde oft von der Polizei angehalten. Ich bin so unterwegs in Deutschland. Und das letzte Mal ist mir so ein Gag in den Kopf gekommen. Ich konnte mir nicht verkneifen. Ich habe die Scheibe runtergekurbelt und gesagt, guten Abend, einen Cheeseburger und eine Cola bitte. Ich musste mit auf die Wache. Aber so ist es. In England haben die Behörden mehr Humor. Ich bin in England geboren. Mein Vater hat dort mal einen Strafzettel bekommen, weil er falsch geparkt hat. Daraufhin hat er das Geld, was er hätte bezahlen müssen, fotografiert und das Foto vom Geld zur Polizei geschickt. Die Polizei hat sich's angeguckt, ein Foto von Handschellen gemacht und zurückgeschickt. Daraufhin hat mein Vater ein Flugticket nach Amerika fotografiert, aber dann habe ich lange nichts mehr von ihm gehört. Übrigens habe ich so ein ganz tolles Kunststück mitgebracht. Man braucht nur so einen Püschel und so eine leere Röhre. Man schiebt einfach den Püschel... Ja, schade. Man denkt immer, bei uns in Neukölln sind die Leute so ein bisschen kriminell und so, ne? Und stimmt auch, wir haben so wieder die Junkies im Hausflur bei uns. Meine Frau sagt, kümmere dich drum. Ich denke, so Junkie willst du auch nicht sein, oder? Was die für Fixkosten haben. Und jetzt wurde mein Fahrrad geklaut und ich denke mir dann so, ja, waren die es oder nicht? Jetzt habe ich von Obi mir so einen Eimer Farbe gekauft und mein Fahrrad umgestrichen in die Hoffnung, dass die es nicht mehr erkennen. Es hat nichts genützt, sie haben es wieder mitgenommen. Aber jetzt habe ich mich zur Wehr gesetzt, jetzt habe ich mir ein Schloss gekauft und da stelle ich abends mein Fahrrad immer rein. Das, eins von Toys R Us. Tatsächlich fängt Kriminalität viel früher an. Ich bin in Niedersachsen auf dem Land aufgewachsen und in der vierten Klasse sollten wir Fragen über die Berufe unserer Eltern stellen. Und weil ich so halb im Zirkus aufgewachsen bin, habe ich gefragt, welche Farbe hat die Nase beim Klauen? Ein Mitschüler meinte, es ist scheißegal, Hauptsache man wird nicht erwischt. Übrigens habe ich noch ein großartiges Kunststück mitgebracht. Man braucht so einen Püschel und so eine leere Röhre und man schiebt den... Schade. Ach Mensch, ja, nach so viel Trash, meine Damen und Herren, jetzt ein wenig schöne Poesie. Ja, zwei Gedichte. Das erste handelt von misslungener Integration. Es ist ein hochaktuelles Thema. Es heißt Der Frosch. Ein Frosch rettet sich nach Frankreich auf dem Floß und ist dort seine Schenkel los. Warum ein Gedicht künstlich verlängern, wenn damit eigentlich alles gesagt ist? Das ist jetzt ein Gedicht. Das ist jetzt ein Gedicht über Gummibänder im Gesicht. Ich kaufte mir Gummibänder, um Kunst zu machen. Kann man das mit so einfachen Sachen? Als Versuch zog ich mir eins übers Gesicht. Schon sah ich anders aus, nicht mehr wie ich. Ich nahm noch ein Gummiband und merkte, wie mein Gesicht nach und nach verschwand. Das sah vorerst nicht wie große Kunst aus. Ich kam mir auch vor wie so ein Klaus. Ein weiteres wurde über meinen Kopf gezogen. Es tat sehr weh und gelogen. Denn ich spürte die Schmerzen in meinem Gesicht. Leider gab es noch 4 Strophen in diesem Gedicht. Glücklich fuhr ich zu meiner Mutter in meinem Schlitten. Sie sagt, Junge, siehst aus wie Vater aus dem Gesicht geschnitten. Ich sagte, wart ab, Mutti, ich nehm noch eins. Jetzt erkennst du auch deins. Das tue ich nur, um euch zu gefallen. Fühle mich wie eine, die man bezahlt fürs Knallen. Doch ich mache es im Gegensatz zu ihr immer nur mit Gummi dir. Und die Moral von der Geschichte sieht scheiße aus und tut weh im Gesicht. Vielen Dank.